Am Rande der Pegida-Demonstration gingen gestern mehrere Autos in Flammen auf. Brandstiftung. Betroffen sind vor allem Fahrzeuge von Pegida-Anhängern. Trendwende. Erstmals seit 25 Jahren ziehen mehr Menschen in den Osten als abwandern. Videobeweis. Immer öfter lassen Gerichte Dashcam-Aufnahmen zu. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Wieder ein Montagabend in Dresden. Wieder demonstriert Pegida. Wieder gibt es eine Gegendemonstration. Doch gestern geschah noch mehr. So wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen Deutschen und Ausländern gerufen, ermittelt nun wegen Körperverletzung. Und in der Innenstadt haben zudem mehrere Autos gebrannt. Unbekannte hatten sie offensichtlich vorsätzlich angezündet. Wasser allein hat nicht gereicht im Kampf gegen die Flammen. Gleich mehrere Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Inzwischen ist klar, 10 Autos wurden angezündet. Ermittler haben Brandbeschleuniger an Reifen gefunden. Der eigentliche Zündstoff sei aber politischer Art, heißt es. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Es gibt keine Zeugen, die irgendjemand haben wegrennen sehen. Es gibt keine Bekennerschreiben, sodass wir im Moment davon ausgehen, dass die Täter hier mit einer politischen Motivation gehandelt haben. Insbesondere deshalb, weil die Fahrzeugeigentümer, also die Geschädigten, in erster Linie Teilnehmer der Pegida-Versammlung waren. Die hatten ihre Autos auf dem Parkplatz in der Nähe des Theaterplatzes abgestellt, um an der Pegida-Kundgebung teilzunehmen. Die Botschaft dort, der Kampf gegen die Islamisierung werde europaweit geführt. Wir werden Europa nicht unseren Feinden überlassen. Denn nur im Schulterschluss wird es uns gelingen, unser Europa, so wie wir es kennen und lieben, zu erhalten. Am 6. Februar wollen die Islamgegner deshalb in 14 Städten Europas gleichzeitig demonstrieren, auch in Dresden. Die Polizei sei für die Absicherung von Versammlungen an sich zuständig. Vorfälle am Rande, wie die von gestern, ganz auszuschließen, sei kaum möglich. Aufgabe der Polizei besteht darin, das Versammlungsgeschehen abzusichern. Der Tatort diesmal, die Pichener Allee, war nicht im unmittelbaren Versammlungsraum gewesen. Das heißt, auf der anderen Seite ist eben die Bewachung von Parkplätzen nicht Aufgabe der Polizei. Es war nicht das erste Mal, dass in Dresden im Zusammenhang mit den Demos Autos brannten. Doch gestern war es fast ein Dutzend gleichzeitig. Das ist neu. Auf der Facebook-Seite von Legida hat ein Mann einen Mordaufruf gegen Oberbürgermeister Burkhard Jung veröffentlicht. Deswegen musste er sich nun vor Gericht verantworten. Der Angeklagte hatte das Stadtoberhaupt unter anderem als Pack bezeichnet, das an die Wand gestellt gehöre. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 1.380 Euro. Der Strafbefehl ist rechtskräftig. Und auch diese Tat hat ein juristisches Nachspiel. Knapp 4 Monate nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Dresden-Prohlis hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 2 Dresdner erhoben. Den Ermittlungen zufolge hatten die 32 bzw. 33 Jahre alten Männer im Oktober mehrere Brandsätze auf den leerstehenden Teil einer Plattenbauschule geworfen. Das Gebäude sollte als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt werden. Bei dem Anschlag waren Eingangstür und Fassade beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt. Die Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft. Hinter den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes liegen arbeitsreiche Wochen und Monate. Mit der Flüchtlingskrise sind die zumeist ehrenamtlichen Helfer bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gegangen. Doch künftig sieht man sich deutlich besser gewappnet. Denn heute wurde ein neues Logistikzentrum eingerichtet, von dem aus nicht nur Flüchtlinge versorgt werden, sondern im Krisenfall auch die einheimische Bevölkerung. Letzte Order für 30 DRK-Helfer und 22 Kollegen vom Technischen Hilfswerk. Die alte Lagerhalle unweit des Dresdner Hauptbahnhofs hat ausgedient. Die Hilfsgüter müssen ins neue Logistikzentrum. Und hier geht es nicht nur um ein paar Kisten. Uns ziehen ungefähr 500 Paletten mit einem Gesamtgewicht von etwa 450 Tonnen um. Das geht vom Feldbett über Schlafsäcke, über Trinkwasserpaletten. Also alles, was der Mensch eigentlich zum Leben von der Unterkunft braucht über mehrere Wochen. Ein neues Logistikzentrum wurde wegen der Flüchtlingskrise notwendig. Aber auch für Hochwasserkatastrophen sieht sich das DRK künftig besser aufgestellt. Also wir waren vorher schon gewappnet, aber mit dem großen Lager, mit dem ordentlichen Lagersystem natürlich viel schlagkräftiger, viel schneller. Wir sind dann in der Lage, innerhalb kürzester Zeit 4.000 Menschen zu versorgen. Und bis vor etwa 6 Monaten konnten wir das nur mit einer Anzahl von etwa 500 Menschen. Die neue Halle steht direkt neben dem DRK-Zentrum in Dresden, auf dem Gelände einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Die Betreuung der Flüchtlinge, eine wertvolle Erfahrung.
Wir haben unsere Strukturen verbessern können. Und ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist diese Logistikeinrichtung, die Sie im Hintergrund sehen. Die ist deswegen so wichtig, weil sie eben nicht nur der Flüchtlingsarbeit zugutekommt, sondern letztendlich dem ganzen Katastrophenschutz in Sachsen zugutekommt. Also eigentlich jedem Sachsen zugutekommt, wenn er mal in Not gerät. Die Lagerbestände gehören nun zu den größten im bundesweiten Vergleich. Künftig können somit auch andere Landesverbände unterstützt werden, die bei vergangenen Krisen immer wieder in Sachsen geholfen haben. Der Osten blutet aus. Viele Jahre klang, wenn über die demografische Entwicklung Ostdeutschlands gesprochen wurde, die Zukunft alles andere als rosarot. Vor allem deswegen, weil die Jugend ihrer Heimat den Rücken kehrte. Heute aber wurde eine Studie vorgestellt, die zum ersten Mal ein neues Bild zeichnet. Nach über zwei Jahrzehnten verbuchen die neuen Bundesländer wieder mehr Zu- als Fortzüge. Obgleich die Lage in den ländlichen Regionen schwierig bleibt. Aber auch da gibt es Menschen, die einfach nur eins wollen: nach Hause. Ungefähr von hier ist Holger Urban vor Jahren ausgezogen, die Welt zu erobern. Inzwischen hat er von Kanada bis Coburg Berufserfahrung gesammelt. Nun ist er zurück in Markersdorf bei Görlitz, wohnt mit Frau und Kindern im eigenen Häuschen und hat es 2 Minuten bis zum Kindergarten. Das war natürlich ein Sechser im Lotto, das so zu finden, genau in meiner Region auch, genau zu Hause. Und auch mit allen Umständen drumherum hat das gepasst, also ein sehr interessanter Job. Und zwar bei einem Schweizer Unternehmen, das den äußersten Osten Sachsens für sich entdeckt hat. Urban leitet hier die Montageabteilung. Mit dieser Erfolgsgeschichte ist er offenbar nicht alleine. Eine aktuelle Studie sieht jedenfalls den Trend gestoppt, dass immer mehr Menschen Ostdeutschland verlassen, wenn auch nicht alle Regionen gleichermaßen davon profitieren. Wir sehen auch, dass die Arbeitsplätze hauptsächlich in den großen Zentren entstehen, wo so eine kritische Masse aus Forschungseinrichtungen, klugen Köpfen und Universitäten sind. Also das sind alles Faktoren, die eher dafür sorgen, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben dürfte. Städte wie Leipzig und Dresden sind laut Studie die Gewinner. Vielleicht findet das Schweizer Unternehmen an der Neiße aber auch Nachahmer. Auch die Firma selbst will weiter wachsen und sucht Mitarbeiter, besonders gerne Rückkehrer. Rückkehrer sind oftmals gut qualifizierte Mitarbeiter, die wertvolle Erfahrungen gemacht haben im Ausland oder auch in Westdeutschland. Und die Sachen dann natürlich mitbringen können, hier einbringen können, auch einen anderen Blick mal mitbringen in die Region. Es sei gerade seine Generation, glaubt Urban, die Anfang 30-Jährigen, die jetzt am Hebel sitze. Nach ihren Wanderjahren wollen die nun Familien gründen und das nicht irgendwo. Hier ist zu Hause, weil unsere Familie hier ist. Also mit Kindern hat es ganz klar Vorteile, wenn Opa und Oma um die Ecke wohnen. Für die Zukunft wünscht sich Urban, dass auch seine Kinder von hier die Welt erobern und eines Tages zurückkommen. Zauberhafte, tief verschneite Landschaften, traumhafte Gebilde aus Schnee und Eis. Noch nicht mal eine Woche ist es her, da wurden in Kühnheide im Erzgebirge Temperaturen unter 30 Grad minus gemessen. Bislang sächsischer Rekord für diesen Winter. Ja, und ein Sonnenaufgang auf dem Fichtelberg, der war auch so cool. Dabei war es vor allem so kalt, dass den Schaulustigen der Kaffee in der Tasse gefror. Ja, auch und in den Städten konnte man vor einer Woche nach Lust und Laune Schneemänner bauen oder rodeln. Lange hatten die sächsischen Skigebiete auf den Schnee warten müssen. Dann war er endlich da und nun löst er sich überall in Luft auf. Mit anderen Worten, es ist keine gute Zeit für den Wintersport. Und so haben wir mal geschaut, wie die Wintersportorte damit umgehen. Still steht der Lift, die Piste beinahe menschenleer. Es tropft, weil es taut, seit 2 Tagen schon. Deshalb kein Liftbetrieb in Karlsfeld, gestern nicht und heute nicht. So schlecht sieht der Hang auf den ersten Blick aber doch gar nicht aus. Wir hatten bis Sonntag wirklich traumhafte Wintersportbedingungen und dann hat es vom Sonntag zum Montag nachts ganz derb geregnet und wir haben, wie man jetzt sieht, 7 Grad plus, also es ist mehr Frühling wie Winter. Und weil der Hang sehr weich ist, wenn man jetzt hier mit einem Pistenbulli reinfährt, macht man mehr kaputt. Und ohne Präparieren wollen wir unserer Kundschaft unsere Piste nicht anbieten. Also haben wir gesagt, machen wir 2 Tage Pause. Immerhin, im Karlsfelder Ski-Funpark geht es trotz des Tauwetters rund. Lilu, Lotta, Mira, Moritz und ihre Freunde aus dem evangelischen Kinderhaus Spatzennest in Plauen lernen Skifahren, haben Spaß. Es tropft, es taut. Seit 2 Tagen schon auch im nahen Eibenstock. Hier aber ist der Lift in Betrieb, die Piste präpariert und das skifahrende Volk glücklich. Ja gut, das ist ja gut fahren. Der Schnee ist griffig.
Man muss nicht warten, geht sehr gut. Ist ein bisschen aufgefahren, aber die Piste frei ist immer gewalzt. Es ist wirklich sehr gut noch zu fahren hier. Schneekanonen dieses Kalibers waren hier vergangene Woche im Dauereinsatz. Ja, wir haben vorige Woche nicht geschlafen, wir haben viel Schnee gemacht und haben uns vorige Woche richtig Mühe gegeben, dass wir auch Masse produzieren. Und deswegen haben wir jetzt den Schnee, obwohl wir Tauwetter haben. Ne? Und wir hoffen, dass wir das überleben bis zum nächsten Kälteeinbruch, der schon irgendwo in den Wetterkarten wieder zu verzeichnen ist. Nur Skilangläufer sollten sich in Eibenstock auf extrem schwierige Bedingungen einstellen. Im 300 Meter höher gelegenen Karlsfeld sieht das besser aus. Ich bin gestern bei Nebel gefahren und das ist super gegangen. Die Loipe ist noch gespurt und man kann gut noch im Gebirge oben fahren. Wie oft studieren Liftbetreiber dieser Tage eigentlich die Wetterlage? Stündlich. Sagen wir mal die Woche ungefähr 80.000 Mal. Wer weiß, vielleicht gibt sich ja der Winter schon bald nochmal einen Ruck. In Sachsen wird ein neues Schulgesetz geben. Vor 2 Wochen ist der erste Entwurf vorgestellt worden. Und normalerweise dürfen dann erstmal die großen Verbände, die Gewerkschaften, die Kommunen ihre Stellungnahmen abgeben. Doch bei einem so großen und sicher auch wichtigen Gesetz will die sächsische Kultusministerin die Diskussion viel, viel breiter aufstellen. Die Bürger, die sollen mitreden. Gestern war dazu das erste Forum in Frankenberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin etwas aufgeregt heute Abend. Es ist eine Premiere, unser erster Bürgerdialog. Dialog in der Astrid-Lindgren-Grundschule Frankenberg. Ministerin und Bürger und das neue Schulgesetz. Gesprächskreise handeln die Themen ab, klassenzimmerweise. Schule und Inklusion, Ausstattung von Schulen oder Schule im ländlichen Raum. Debattiert wird im ländlichen Raum gerade der jahrgangsübergreifende Unterricht, weil der den Erhalt von kleinen Schulen ermöglicht. Und ich stelle mir das jetzt gerade vor, erste, zweite Klasse, die hauen wir alle in einen Topf, die eigentlich noch nicht schreiben, die haben vielleicht ein bisschen. Ich sehe das ja gerade am eigenen Kind. Wir haben festgestellt, es steht und fällt mit dem Willen der Lehrerschaft. Und wenn die Lehrerschaft offen ist und neue Konzepte dort gerne umsetzen möchte, dann ist das ein super System und es funktioniert tadellos. Und Lehrerinnen und Lehrer haben Freude und Spaß daran, wenn, und jetzt schaue ich nochmal in Ihre Richtung, wenn die Lehrer nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Das ist die hohe Schule der Pädagogik. Und dafür braucht es Anleitung, braucht es Fortbildung, braucht es Weiterbildung, braucht es die Begleitung vom Bildungsinstitut. Oder nächster Treffpunkt, die Ausstattung von Schule. Taschenrechner, Atlanten und wie steht es denn mit den angehenden Lehrern, den Referendaren? Also zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen speziellen Geschichtelehrer verloren, der gefetzt hat. Das war ein richtig cooler Typ und so wünschen wir uns die Lehrer. Das war genau so einer, den wollen wir als Geschichtelehrer und der ist weg. Er ist nicht mehr hier. Und das ist traurig, schade. Und wenn Kritik geäußert wird, ist das eine konstruktive Kritik, die ich auch auf den Punkt gebracht jetzt mit in das Kultusministerium nehme und demnächst auch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen werde. Wenn das so spannend weitergeht, bin ich sehr zufrieden mit dem Abend. Jetzt schauen wir mal zum nächsten Thema, Inklusion. Inklusion, das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, wird kontrovers diskutiert. Die Mitarbeiterinnen des Ministeriums erklären, beantworten Fragen. Das Versprechen der Ministerin, gut begründete Argumente werden berücksichtigt. Ihr Bürgerdialog soll nicht nur Alibi sein. Das ist ja jetzt genau der Punkt, wo die Glaubwürdigkeit dieser neuen Bürgerforen, die wir im Freistaat Sachsen jetzt durchführen, getestet werden wird. Der Gesetzentwurf sei nicht in Stein gemeißelt. Alles neu in einem Aufwasch wird wohl auch nicht gehen. Weitere Bürgerforen folgen. Genau, und wenn Sie mitdiskutieren wollen, die Termine finden Sie auf unserer Internetseite MDR Sachsen und natürlich auch das neue Schulgesetz. Ja, und gleich beschäftigen wir uns hier im Sachsenspiegel mit den sogenannten Dashcams. Die digitale Verkehrsüberwachung aus dem eigenen Auto heraus ist umstritten. Wir erklären Pro und Contra. Und Fitnesstipp, Marc Huster testet für Sie neue Trainings- und Dehnungsmethoden für Rücken, Hüfte und Beine. Und Marc sagt, diese Methode ist erstaunlich. Mehr dazu gleich. Zunächst weitere Nachrichten des Tages.
Asylbewerber abgeschoben. Sachsen hat heute vom Flughafen Leipzig-Halle mit dem ersten eigenen Sammelcharter in diesem Jahr insgesamt 94 ausreisepflichtige Serben in ihr Heimatland zurückgeschickt. In dem Flugzeug nach Belgrad waren außerdem noch 19 serbische Staatsbürger aus Sachsen-Anhalt. Deutschland hatte Serbien 2014 als sogenanntes sicheres Herkunftsland eingestuft. Vergewaltiger verurteilt. Das Dresdner Landgericht hat einen Marokkaner wegen besonders schwerer Vergewaltigung zu 9 Jahren Haft verurteilt. Der Mann soll im September vorigen Jahres eine 31-jährige Frau in Dresden an der Nossener Brücke überfallen, bedroht und sexuell missbraucht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sachsen digital beschlossen. Wirtschaftsminister Martin Dulich, SPD, will den Breitbandausbau im Freistaat beschleunigen. Dafür wurde heute in Dresden eine neue Strategie und Förderung beschlossen. Das Ziel ist, so Dulich, bis 2025 flächendeckend im Freistaat schnelles Internet mit einer Übertragungsrate von mehr als 100 Megabit pro Sekunde zu haben. Wenn sich morgen Verkehrsjuristen aus ganz Deutschland in Goslar zu ihrem alljährlichen Verkehrsgerichtstag treffen, steht auch ein Thema auf der Tagesordnung, mit dem vielleicht auch Sie schon Erfahrung gesammelt haben. Denn immer mehr Autofahrer sind zu Hobbyfilmern geworden. Mit sogenannten Dashcams filmen sie jede Autofahrt. Waren die kleinen Spione anfangs verpönt, werden sie mittlerweile auch als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Doch ist das rechtens? Anwälte und Automobilclubs fordern nun klare Regelungen. Auch Fahrschullehrer Werner Helfen aus Freiberg gehört zur immer größer werdenden Anhängerschaft von Dashcams, kleinen Kameras hinter der Windschutzscheibe. Alles, was von Interesse sein könnte, wird dokumentiert. Also es wird erstmal alles aufgezeichnet, aber alle 3 Sekunden wird alles wieder überschrieben. Das heißt also, man legt sich keine Videosammlung zu Hause an über irgendwelche Personen, die am Straßenrand stehen oder über Häuser, Grundstücke oder was da immer eine Rolle spielt. Werner Helfen hat mittlerweile eine stattliche Sammlung von unterschiedlichen Verkehrssituationen auf dem Rechner. Von waghalsigen Überholmanövern bis zu Rotlichtsündern. Ihm geht es dabei aber nicht ums Denunzieren, sondern um Anschauungsunterricht für seine Fahrschüler. Für mich ist eher die Situation interessanter, was machen die anderen falsch. Was es für merkwürdige Situationen auf dieser Welt gibt, die einem dort quasi passieren, das kann man schon zeigen. Werner Helfen filmt allerdings in einer rechtlichen Grauzone. Anlassloses Videografieren mit der Dashcam sei verboten, so der Sprecher des sächsischen Datenschutzbeauftragten. Der Standpunkt in Sachen Dashcam ist der, dass wir sagen, Dashcams sind unzulässig, um dann eventuell Beweismittel in der Hand zu haben gegen andere Verkehrsteilnehmer. Dashcam-Fans drohten empfindliche Bußgelder, wenn sich jemand, der gefilmt wurde, in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlt und klagt. Dennoch lassen immer mehr Gerichte Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel zu, beobachtet der Leipziger ADAC-Verkehrsanwalt Thomas Kuhne. Im Zivilrecht, das heißt, wenn es um Schadenersatzansprüche geht, dass der Geschädigte unter Umständen diese Videoaufnahmen zur Beweisführung eines von ihm behaupteten Unfallhergangs verwenden kann. Allerdings ist die Rechtsprechung uneinheitlich im Moment. Sieht im Moment etwa so aus, dass man sagen kann, dass etwa 50% der Gerichte eine Verwertung zulässt und die andere Hälfte eben nicht. Der Jurist rät Dashcam-Fans, nur kurze Sequenzen aufzunehmen und diese nach wenigen Minuten automatisch zu löschen. Nur relevante Unfallbilder sollten gespeichert werden. Anlassloses Filmen verstößt gegen den Datenschutz. Fahrschullehrer Werner Helfen will allerdings weiter Clips kurioser Verkehrsverstöße sammeln und hofft, dass die Rechtsprechung bald großzügiger sein wird als bisher. Schaufensterkrankheit, die gibt es wirklich. Die Betroffenen haben wegen verschlossener Venen höllische Schmerzen in den Beinen. Deswegen müssen sie beim Laufen viele Pausen einlegen. Und damit das nicht so auffällt, bleiben sie vor Schaufenstern stehen. Doch nicht nur diese Krankheit nimmt zu. Insgesamt leiden immer mehr Patienten an Gefäßerkrankungen. Um die Therapie zu verbessern, treffen sich heute in Leipzig Gefäßexperten zum weltweit größten Kongress. Und da wird nicht nur diskutiert, sondern auch operiert. Hier wird eine Oberschenkelvene geöffnet, operiert in der Uniklinik Leipzig, live übertragen in die neue Messe und gebannt verfolgt von 4.500 Gefäßmedizinern aus der ganzen Welt. Es ist die Beinvene von Heinz Paatz aus Bad Schmiedeberg. Bis erkannt wurde, woher seine schlimmen Schmerzen wirklich kommen, hat es lang gedauert.
Ja, zuerst haben sie gedacht, es kommt von der Wirbelsäule. Weil das ja immer dann über das ganze Bein zog und so. Aber dann hat sich herausgestellt, Wirbelsäule ist in Ordnung alles. Und dann blieb praktisch nur noch die Wade hier, die Wehen übrig. Dabei ist es gerade bei Gefäßerkrankungen wichtig, schnell eine Diagnose zu stellen. Das Ausmaß der Veränderungen ist dann einfach mehr und macht es auch schwieriger, die Behandlung. Und die Offenheitsraten sind dann auch schlechter, wenn sehr, sehr große Gefäßteile behandelt werden müssen. Also es ist natürlich besser, ich behandle einen 2 cm Verschluss als einen 20 cm langen Verschluss im Oberschenkelgefäß. Vor einer Woche hat die Uniklinik eine neue Gefäßstation mit 34 Betten eröffnet, immer voll belegt. Wir sind mit unserem Team seit Jahren eben sehr aktiv, gerade im Bereich schonender Behandlungsverfahren für Gefäßerkrankungen und haben hier am Universitätsklinikum jetzt hervorragende Voraussetzungen, das weiterzuentwickeln. Nächstes Jahr soll die Station noch weiter ausgebaut werden. Gewachsen ist auch der Kongress, der in Leipzig vor 12 Jahren das erste Mal stattfand und nun der bedeutendste seiner Art ist. Wir freuen uns einfach, dass wir da eine gute Rolle spielen können und dass Leipzig sozusagen wirklich zu einem Zentrum der Gefäßmedizin werden kann, wo die Leute zu uns kommen, um sich weiterzubilden. Von der Übertragung seines Eingriffs auf Kinoleinwand hat Heinz Patz nichts mitbekommen. Er möchte nur wieder gesund werden, denn er hat in diesem Jahr noch Großes vor. Herbst nach Madeira, 3 Wochen und dann wieder Teneriffa. Dort will Heinz Patz überwintern, ganz ohne Schmerzen. Noch 3 Tage sind es bis zum Dresdner Semperopernball und der hat in diesem Jahr ein musikalisches Novum zu bieten. Der Debütantenwalzer wurde eigens von dem russischen Komponisten Anton Lubchenko kreiert und erlebt am Freitag seine opulente Uraufführung. Der seit Monaten ausverkaufte Ball will sich zudem in diesem Jahr als Mode-Event präsentieren, so der künstlerische Leiter Frei. Erwartet werden 15.000 Besucher beim Semper Open Air Ball vor und mehr als 2.000 Gäste in der Oper. Was ein Spoiler ist, wissen Sie. Das Teil am Heck eines Fahrzeugs, das für mehr Geschwindigkeit sorgen soll. Doch wussten Sie, dass es auch Skischuhe gibt, die Spoiler haben? Auch hier geht es darum, die Luft so zu beeinflussen, dass der Träger des Schuhs noch schneller fliegen kann. Ein Trick, der wo erfunden wurde? Genau, in Sachsen, im Erzgebirge. In Schönheide gibt es eine kleine Firma, da gehen die ganz Großen des Skispringens ein und aus. Heute kommt Richard Freitag. Ich muss dir noch mal gratulieren. Das war ein perfektes Springen von dir. Und vor allen Dingen, was mir gefallen hat, ehrlich, was mir richtig gefallen hat, dass du jetzt die Hände so nimmst. Wie ein Vogel, das kannst du in der Natur beobachten. Sogar die Finger auseinandernehmen und die Thermik voll mitnehmen. Das hast du gemacht. Und deine Flugbahn, die war einfach exakt harmonisch in der Geschwindigkeit. Danke. Prima. Der Familienbetrieb Rass stellt Sprungstiefel her. Spezialanfertigungen für jeden Springer individuell. Zuerst scannen sie die Füße und Waden. Anschließend fertigen sie Holzbeine an. Darauf modellieren sie dann die Schuhe. Gerade bei mir gibt es immer dieses Knöchelproblem da. Und da haben wir wirklich relativ lange gebraucht. Aber mittlerweile läuft es echt tadellos. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ohne das könnte ich nicht mehr springen. Große Sportfirmen haben versucht, Familie Rass Konkurrenz zu machen. Es ist ihnen nicht gelungen. Der kleine Familienbetrieb mit seinen 17 Mitarbeitern bleibt Weltmarktführer. Schon Großvater Volkmar Rass war es ein Anliegen, den Skisport sicherer zu machen. Als junger Kerl war er selbst Skispringer und Abfahrtsläufer. Nach einigen Unfällen hörte er auf und tüftelte an besseren Schuhen. 1976 erfand er den Wadenspoiler. Zeige ich Ihnen das? Ein Wadenspoiler ist also eine höhere, zum Wade hoch reichende Gestell. Also am Anfang, wo ich das vorgestellt habe, die ersten Tests gemacht, haben sie alle gelacht und haben gespottet. Und ich habe gesagt, ich bin fest überzeugt, er kommt nicht mehr davon los. Rass erhielt für diese Erfindung Leipziger Messegold. Skispringen galt trotzdem weiterhin als kreuzgefährlich, vor allem weil sich die Skier bei einem Sturz nicht lösten. Es musste einfach eine Bindung entwickelt werden, die vorne auslöst, aber auch hinten. Und da haben wir sehr lange dran gearbeitet. Ganz einfach, eine Klammer.
So einfach war das. Und diese neue Bindung hat plötzlich den Ski in eine andere Lage gebracht, in eine viel stabilere Lage. Und ich bin von einem Tag auf den anderen plötzlich in jedem Sprung 5-6 Meter weiter gesprungen als vorher. Und es war immer speziell im letzten Flugdrittel, als wenn jemand unter mir steht und mich hält. Es war verrückt. Na klar, das war der sächsische Erfinder. Noch mehr Geschichten über Skier, Stolz und Spitzensport gibt es heute Abend in der Sendereihe Der Osten, entdecke, wo du lebst, 20.45 Uhr im MDR. Auch er will ja andere zu Höhenflügen bringen, Marc Huster, unser Mann für den Sport. Und das nicht nur hier im Studio, er ist jetzt quasi im Außendienst unterwegs. Kraft seiner Wassersuppe bringt er die Hörer von MDR 1 Radio Sachsen in Schwung bei der Aktion Fit für 16. Und dabei ist er auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Körper in Form zu bringen. Diesmal ist Marc ins Fitnessstudio gegangen und hat was ausprobiert, das auch tatsächlich für ihn neu war. Ich bin heute im Fitnessstudio von Bob-Olympiasieger Harald Schudai und dort wird mit einem neuen Konzept gearbeitet, speziell für den Rücken. Harald, was ist denn das für ein Konzept? Ja, zu uns kommen viele Leute, die Rückenprobleme haben. Denen könnten wir einfach mit normalem Krafttraining nicht mehr helfen. Mhm. Jetzt haben wir ein neues, revolutionäres Rückenkonzept und da haben wir sensationelle Erfolge. Klingt spannend. Klasse. Probieren wir mal, ja, oder? Okay. Die Geräte unterscheiden sich erheblich vom normalen Fitness-Equipment. Die Trainingsmethode nennt sich beispielsweise Five oder Flex. Dabei geht es vor allem darum, den Rücken zu dehnen, und zwar entgegen seiner Gewohnheiten, durch Überstreckung. Unter Anleitung von Antje Zeise lerne ich so meinen Körper irgendwie ganz neu kennen. Merkst du, dass dein Bauch schon zittert? Anspannung? Denn als Gewichtheber habe ich solche Übungen eher vermieden und auch diese hier zumindest nicht gerne gemacht. Was bringt das? Was ist das Gesunde daran? Ja, der Alltag ist primär immer so in der vorgebeugten Haltung. Wir wollen einfach wieder Aufdehnung haben, Aufrichtung haben, damit die Muskeln besser arbeiten und die verspannten Muskeln vorn wieder ein bisschen locker werden. Was ist jetzt der tiefere Sinn von der Übung hier? Wo merkst du es jetzt speziell? Gesäß hinten. Genau, ne? Genau, das ist hin, also Hüftbereich. Hier wollen wir einfach dafür sorgen, dass die hüftumspannende Muskulatur, ja, locker wird, damit die Hüfte besser arbeiten kann und dadurch auch das Problem in dem Rücken wieder weggeht. Strecken und Recken, um beweglicher und damit agiler, leistungsfähiger zu werden. Diese spezielle Methode ist eine Ergänzung zum normalen Fitnessprogramm. Fußspitze hochziehen, ich weiß, das ist hart. Und wie man sehr schön sieht, auch ich habe so meine Defizite. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber auch diese Übung ist extrem effektiv, dehnt richtig schön rein. Hier sieht man es ja und es ist echt verblüffend. Man fühlt sich danach wirklich richtig frei. Also das, was im Alltag so ein bisschen versäumt wird, das lernt man hier wieder neu. Den aufrechten Gang. Guck an, die Aktion Power Sachsen Fit für 16 läuft noch bis 12. Februar. Wenn auch Ihr Unternehmen eine sportliche Frühstückspause mit Marc Huster erleben möchten, können Sie sich bewerben unter mdr1radiosachsen.de. Hier geht nun noch Maira Rother an den Start und morgen läuft dann Andreas Ruck zur Höchstform im Studio auf. Schönen Abend noch. Tschüss. Mahnende Worte heute im Landtag, als es um das Vermächtnis von Auschwitz ging. Gedenkstunde. Holocaust-Überlebende warnen vor wiedererstarkendem Antisemitismus. Kindersegen. Der sächsische Geburtenspitzenreiter ist ein kleiner Ort unweit von Dresden. Und Bühnenpremiere. Ein Besuch beim neuen Semper-Opernball-Moderator Guido Maria Kretschmer. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Ruck. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein offizieller Gedenktag mit offiziellem Erinnern und offiziellen Reden. So wird dieser 27. Januar seit Jahren in Deutschland begangen. Und so sollte das auch heute im Sächsischen Landtag laufen. Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Als Gedenkrednerin sprach Charlotte Knobloch, die einzige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und sie holte das Erinnern ins Hier und Heute. Uta Deko über den Festakt. Der Dresdner Synagogalchor, getragene Töne.
Nachdenkliche Töne dann von Landtagspräsident Rösler, der sagte, es beschäme ihn, wenn Juden heute in Europa wieder in Angst leben müssten. Rösler forderte mehr gesellschaftliche Wachsamkeit. Der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich betonte ebenfalls die Verantwortung jedes Einzelnen als Vermächtnis von Auschwitz. Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, grundlegende Werte des Abendlandes, gibt es nicht umsonst. Sie bedürfen unserer Verteidigung und Stärkung. Nicht für alle sind sie selbstverständlich. Deshalb dürfe man sich niemals zurücklehnen, mahnte die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch eindringlich, auch vor der wachsenden Gefahr des Antisemitismus. Die alten Dämonen drohen zu erwachen, auch in Deutschland, auch in Europa. Antisemitismus wuchere an den schmutzigen Rändern rechts und links, Keime in der bürgerlichen Mitte, werde aber auch importiert mit der Flüchtlingskrise, weil Flüchtlinge oft aus Ländern kämen, in denen der Hass auf Israel Staatsräson sei. Ein Großteil der Flüchtlinge hat Demokratie nie erfahren und leben können, wurde freiheitsfeindlich sozialisiert. Eben weil wir helfen wollen, muss das im Fokus stehen. Die kulturelle Kluft ist die zentrale Herausforderung der Integration. Alles andere, Wohnraum, Arbeit, Versorgung im weitesten Sinne, kann Deutschland arrangieren. Aber unser Land darf sich nicht verändern. Bloß keine falsch verstandene Toleranz, mahnt Knobloch. Wer den Gottesstaat statt des Rechtsstaats fordere, habe hier nichts verloren. Viel Applaus, besonders auch von der AfD. Knobloch mahnt einen deutschen Patriotismus an, einen Wertepatriotismus, mit dem aufgeklärt klar gemacht werde, welche Werte für Demokraten hierzulande nicht verhandelbar seien, welche Regeln jeder einhalten müsse. Legida und Co. sind keine Patrioten. Sie sind Scharfmacher, Brandstifter, die an Flammen zündeln, welche noch in den Zwischenräumen unseres Gemeinwesens schwelen. Das betrifft auch Teile der AfD. Applaus. Frau Dr. Petri, ich kann Sie und Ihre Fraktion nicht aus der Verantwortung nehmen. Ihre Partei bringt zu viele Gestalten und Thesen hervor, die nicht nur Geschmackssache sind, sondern radikal rechts, nationalistisch und somit gefährlich. Zu viel Kritik für AfD-Generalsekretär Wolitzer? Er verließ genau jetzt den Saal, angeblich wegen eines Interviewtermins. Versteinerte Miene bei AfD-Chefin Petri, als Knobloch sagt, jetzt räche sich das, der Satz wäre den Anfängen zu lang nur eine hohle Phrase gewesen sei, und mit Blick zur Tribüne mahnt, vergesst nicht das Trümmerfeld, das Deutschland war, seid wachsam. Mein Zuruf an euch und alle jungen Menschen in unserem Land. Lasst euch in eurem künftigen Leben von niemandem einreden, wen ihr zu lieben und wen ihr zu hassen habt. Und all jene, die sich selbst ein Urteil bilden möchten, können die vollständige Rede von Charlotte Knobloch auf unserer Internetseite ansehen und anhören. Als das Rittergut jetzt zwangsversteigert wurde, da hoffte man in Korrensales gleich mehrere Probleme mit einmal lösen zu können. Zunächst ein finanzielles. Denn der Alteigentümer stand beim örtlichen Abwasserzweckverband mit etwa 200.000 Euro in der Kreide. Und dann ein Imageproblem. Denn bei diesem Alteigentümer handelte es sich um Karl-Heinz Hoffmann, den einzigen Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann. Die Zwangsversteigerung wurde heute vom Gericht bestätigt. Doch anstelle der alten Probleme gibt es bereits neue. Das Amtsgericht Leipzig am Vormittag nach dem Verkündungstermin verlässt der Alteigentümer des versteigerten Rittergutes Karl-Heinz Hoffmann das Gebäude. Eine Woche lang hatten sich Gericht und Gläubiger Zeit genommen, den Bieter zu überprüfen. Heute nun hat er für 160.000 Euro endgültig den Zuschlag erhalten. Nähere Angaben wurden nicht gemacht und von den Verfahrensbeteiligten wollte niemand vor die Kamera treten.
Der namentliche Zuschlag hier im Leipziger Amtsgericht erging an einen 21-jährigen Mann aus dem nordrhein-westfälischen Oberhausen, der in diesem Versteigerungsverfahren persönlich nicht in Erscheinung getreten ist und von einer Bevollmächtigten vertreten wurde. Über den Mann ist so gut wie nichts bekannt und Fragen darüber, was er denn nun mit dem Gelände in Korinthsalis eigentlich vorhat oder auch darüber, ob er selbst nur als Bevollmächtigter von möglicherweise weiteren Personen im Hintergrund namentlich in Erscheinung getreten ist, darüber hüllten sich die Verfahrensbeteiligten bisher in Schweigen. Wie also geht es nun weiter mit dem denkmalgeschützten Herrenhaus und den dazugehörigen Gebäuden? Für Aufsehen und Empörung hatte zuvor eine Äußerung der Bevollmächtigten des künftigen Eigentümers gesorgt. Sie hatte auf Nachfrage erklärt, auf dem Gelände solle ein Konzentrationslager entstehen. Inzwischen hat sie ihre Aussage als so wörtlich aggressives Marketing relativiert. Doch in Korinthsalis fühlt man sich einmal mehr vor den Kopf gestoßen. Für Korinthsalis war das ein Schlag ins Gesicht. Da wir ja eigentlich gehofft hatten, dass diese ganzen Negativschlagzeilen um das Rittergut nun endlich beendet sind. Zum neuen Investor oder zum neuen Eigentümer kann ich nur so viel sagen, dass wir uns wünschen, dass er mit einer Konzeption hier nach Korinthsalis kommt, die tragfähig für uns alle ist und die vor allen Dingen das Kulturdenkmal vor dem weiteren Verfall schützen wird. Eine Verbindung des künftigen Eigentümers zur rechtsextremen Szene soll nach ersten behördlichen Überprüfungen offenbar nicht bestehen. Im Ort vermutet man, dass eine ausländische Immobilienfirma hinter dem Bieter steht. Und der Bürgermeister hofft, dass die Verantwortlichen nun bald mit ihm in Kontakt treten werden. Alexei Dankwart ist Strafverteidiger und sitzt für Die Linke im Leipziger Stadtrat. Bislang fiel er allenfalls mal mit kritischen Äußerungen zur deutschen Russlandpolitik auf. Kein Wunder also, dass wir bei der Suche in unserem Videoarchiv keine Bilder von ihm fanden, was sich ändern dürfte. Denn nun hat sich Dankwart über die Kanzlerin geäußert und das auf eine Weise, dass selbst die Linken meinen, er habe da eine rote Linie überschritten. Inzwischen ist von einem Parteiausschluss die Rede. Wer ist Alexei Dankwart? Er ist Leipziger, 40 Jahre alt, Rechtsanwalt. Seine Mutter ist Russin, der Vater Deutscher. Er ist Mitglied der Linkspartei, sitzt im Leipziger Stadtrat. Aktuell vertritt er die Familie eines 13-jährigen russischstämmigen Mädchens. Es soll in Berlin angeblich von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden sein. Die Berliner Polizei kann das nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht bestätigen. Und trotzdem gehen seit Tagen in Berlin immer wieder vor allem russischstämmige Menschen auf die Straße. Mittlerweile ist das Thema auch Streitpunkt der russisch-deutschen Beziehungen. Zurück zu Alexei Dankwart. Der Rechtsanwalt sorgte für Aufsehen, nachdem er auf Facebook die Bundeskanzlerin als so wörtlich arroganten Kotzbrocken bezeichnete. Und weiter: Es hätte was von Gerechtigkeit, wenn Madame Merkel über einen deutschen Maidan stürzen würde und genauso wie Janukowitsch fliehen müsste. Und weiter: Ach, ist das eine schöne Vorstellung, wie diese Frau, die so viel unglaublich Böses getan und so viele schwerwiegende Verbrechen zu verantworten hat, halbnackt durch halb Deutschland sprinten muss, um sich vor wütenden Massen zu retten. Inzwischen distanzieren sich immer mehr Parteikollegen von den Äußerungen des linken Stadtrates. Ich denke, dass Herr Dankwart tatsächlich eine explizite Einzelmeinung vertritt in verschiedenen Sachverhalten. Unsere Partei würde niemals sozusagen so doch fragwürdige Fantasien in Bezug auf die Kanzlerin äußern. Wir kritisieren die Kanzlerin für politische Entscheidungen, aber wir würden sie nicht nackt durchs Land treiben wollen. Dankwart selbst wollte sich heute gegenüber dem Sachsenspiegel nicht äußern. Am Abend soll in der Leipziger Ratsfraktion der Linken über einen Antrag auf Ausschluss des Juristen aus der Fraktion entschieden werden. Die landeseigenen Straßen werden immer schlechter. Das kritisiert der Sächsische Landesrechnungshof in einem noch unveröffentlichten Bericht, dessen Entwurf dem MDR vorliegt. Demnach sei bereits im Jahr 2013 fast jede zweite Staatsstraße in einem ungenügenden Zustand gewesen. In seinem Schreiben fordert der Rechnungshof die Landesregierung auf, mehr Geld für die Erhaltung der Fahrbahnen zur Verfügung zu stellen. Das zuständige Wirtschaftsministerium wollte sich zum Bericht des Landesrechnungshofes nicht äußern, da er noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Ja, für die landeseigenen Straßen fehlt offensichtlich Geld, nicht aber fürs Dresdner Residenzschloss. Seit 30 Jahren ist es eine Baustelle. Wiederaufbau und Sanierung kosten enorme Summen, sodass jeder fertiggestellte Bauabschnitt entsprechend gefeiert wird. So wie heute der Abschluss der Arbeiten im Obergeschoss des sogenannten Georgenbaus.
Der ursprüngliche Stadtausgang zur Elbbrücke, der Georgenbau am Schlossplatz. Hier im ersten Obergeschoss entsteht eine weitere Dauerausstellung. Die Vitrinen stehen bereits, die meisten Exponate fehlen noch. Keine Wandtapeten im Renaissance-Stil, stattdessen Nüchternheit. Ich finde, die Präzision und die Eleganz dieser Gestaltung ist ein hervorragender, sozusagen eine wirklich gute Ausgangsbasis, um diese außergewöhnlichen Objekte der Spätrenaissance hier zur Geltung zu bringen. Der Name der künftigen Dauerausstellung Weltsicht und Wissen um 1600. Die Leidenschaft fürstlichen Sammels am Dresdner Hof soll im Mittelpunkt stehen. Die Exponate aus Beständen der Rüstkammer des Kunstgewerbemuseums und manches auch aus dem Depot. Es ist die Sicht auf die Welt zur damaligen Zeit, das Wissen um die Welt und natürlich das Sammeln dieses Wissens und damit auch das vielleicht sozusagen sich selbst darstellen über das Wissen. Mit diesem Bauvorhaben flossen bislang 303 Millionen Euro in den Renaissancebau. Es ist die teuerste Baustelle Sachsens. Der Finanzminister kann die Bauabschnitte nicht mehr aufzählen. Sein Blick richtet sich nach vorn. In 3 Jahren werden wir jedes Jahr einen weiteren Bauabschnitt haben. Das heißt, das Ende ist schon sichtbar, aber exakt kann ich Ihnen das noch nicht sagen. Zunächst aber ab März Weltsicht und Wissen im Georgenbau des Dresdner Residenzschlosses. Ja, Dresden brüstet sich ja hin und wieder, die Geburtenhauptstadt Deutschlands zu sein. Doch gemessen an der Einwohnerzahl liegt der fruchtbarste Ort Sachsens offensichtlich ein Stück nordöstlich von Dresden, heißt Groß-Naundorf und gehört zu Pulsnitz. Nun wissen wir, dass man keiner Statistik glauben soll, die man nicht selbst gefälscht hat. Aber vielleicht ist der Kindersegen ja eine Frage des Glaubens. Schließlich steht in der Bibel geschrieben, seid fruchtbar und behret euch. Eingebettet in sanfte Hügel scheint es ein ganz normales Dörfchen zu sein, dieses Groß-Naundorf. Und doch soll das hier pro Kopf gesehen das fruchtbarste Fleckchen Erde im ganzen Freistaat sein. Wer aber nach einem großen Geheimnis für das Phänomen sucht, ist beim Bürgermeister falsch. Für ihn ist nichts logischer als das. Bei uns ist eine gesunde Luft, wir haben eine schöne Landschaft hier und das dörfliche Miteinander, das klappt. Die Vereine spielen miteinander, das Zusammenspiel ist ideal. Und er muss es wissen, als Bürgermeister und Sportvereinspräsident in Personalunion. Nachwuchssorgen in der Fußballmannschaft kennt er jedenfalls nicht. Ein Segen für den Präsidenten, ein Fluch für den Bürgermeister. Der musste seine Kita nämlich gerade vergrößern, voll ist sie trotzdem. Was, wenn noch mehr Babys kommen? Ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal anbauen. Ich kann das jetzt auch nicht einschätzen, ob der Bürgermeister dann noch mal bereit ist zu bauen. Auf den Zuschuss vom Bund für den letzten Anbau wartet er jedenfalls immer noch. Und auch sonst will die ganz große Freude über den Kindersegen nicht aufkommen. Kurz vor dem Geburtenrekord ist nämlich die Schule im Dorf geschlossen worden. Und die Schule ist in Ordnung. Es ist in der Schule schließt sich ein Freibad an und eine Turnhalle. Also ideale Bedingungen. Ich sage mal, es war unverantwortlich, diese Schule zu schließen. Wenn der Jahrgang 2014 nämlich schulreif ist, würde der alleine eine Klasse füllen. Und der Druck könnte wachsen, zumindest wenn die Groß-Naundorfer Luft gut bleibt und ihre Eltern weiter Fakten schaffen. Und wir schaffen jetzt Fakten und schauen auf die weiteren Nachrichten dieses Tages. Auf freiem Fuß. Der frühere Geschäftsführer der kommunalen Wasserwerke Leipzig KWL, Klaus Heininger, ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Ein Gericht in Cottbus setzte den Rest seiner Strafe zur Bewährung aus. Heininger war Ende 2013 wegen Bilanzfälschung, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung zu insgesamt 7 Jahren und 5 Monaten Haft verurteilt worden. Gut 3,5 davon saß er ab. Prozessbeginn. Vor dem Amtsgericht in Dresden wird seit heute über 3 Männer aus dem Raum Freital verhandelt. Ihnen wird vorgeworfen, im Juni vorigen Jahres nach einer Pro-Asyl-Demonstration in Freital das Auto von 3 Teilnehmern demoliert und einen Insassen verletzt zu haben. Die Männer sollen das Fahrzeug bis zu einer Tankstelle verfolgt und mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Jagdflugzeuge im Museum. Die beiden Militärmaschinen aus den 50er Jahren sind für die neue Ausstellung über Spionage im Militärhistorischen Museum Dresden aufgestellt worden. Die US-amerikanische Republic F-84 sowie eine russische MiG-15 waren zu Zeiten des Kalten Krieges für Luftkampf und Aufklärung vorgesehen. Die Ausstellung wird am 17. März eröffnet.
Islam, das sind Frauen mit Kopftüchern, Moscheen mit Minaretten und dann kommt meist nicht mehr viel. Wir sollten mehr über den Islam wissen, sagt ausgerechnet die Evangelische Akademie Meißen. Gemeinsam mit der Stadt lud sie zwei Islamkundige ein und dazu die Bürger der Stadt. Und die wollten es offenbar wissen. Im Ratssaal blieb gestern kein Platz mehr frei. Adina Riegmann über einen Abend zwischen Fakten, Furcht und Vorurteilen. Das Erste, was ich sagen muss, ist der Umgang mit den Frauen, der dort passiert. Also man gibt einer Frau keine Hand. Eine Frau steigt im Bus nach mir ein. Die Frau sitzt hinten im Bus. Jetzt gehen die einfach beten. Und das kann nicht sein, Frauen, wenn die arbeiten müssen, müssen sie arbeiten. Dort packen die Männer das ein. Und zwar aus dem Grunde, man kann keine Ware verkaufen, die als Letzte eine Frau angefasst hat. Das waren über 50% Muslime und die können die anderen vom Arbeitsplatz wegrennen. Ich bin Flüchtlinge hier. Das ist ein neues Land, Deutschland. Und ich habe Angst vor den Terroristen und den Salafisten und den Islamisten. Diese Angst teilt der tunesische Christ mit vielen Meißnern hier im Ratssaal. Deshalb sind sie alle gekommen zum zweiten Bürgerdialog. Beim ersten Dialog im Oktober wurde über Asyl, gestern über Islam in Sachsen diskutiert. Er ist mittlerweile Dresdner und kennt sich aus mit dem Islam. Muslim Yusuf Sengün von der türkisch-islamischen Gemeinde. Die Menschen haben Sorgen, die haben Bedenken, die haben viele Fragen in ihren Köpfen. Leider ist es so, dass die Menschen diese Wissen nicht haben über Islam und über unsere Religion. Die nehmen einfach nur das an, was ihnen projiziert wird. Meine Erfahrung ist, dass wir in Sachsen wirklich anfangen müssen, auch mit ganz einfachen Fragen und grundlegende Dinge über den Islam zu erläutern, zu erklären, weil die Kenntnis in der Tat oft sehr gering ist. Ungefähr 4 Millionen Muslime leben inzwischen in Deutschland. Es gibt viel Halbwissen über die Mitbürger, die sich zum Islam bekennen. In Deutschland findet gerade eine Situation statt, die einfach ein Fass überlaufen lässt. Es ist eine ganz klare Abgrenzung zwischen Christen und Muslimen. Die Christen haben die Gnade und die Würde und die Liebe im Gepäck. Und während die im Koran sind ja über 200 Stellen, wo einfach mit Angst das geleitet wird. Ich finde, dass es unwahrscheinlich nötig ist, sich damit überhaupt mal zu beschäftigen. Und ich habe eigentlich das Wichtigste, was ich heute Abend gelernt habe, ist, dass ich mich noch viel mehr damit beschäftigen muss. Es herrscht nach wie vor, nicht nur in Meißen, diffuses Wissen über den Islam und die Muslime mitten unter uns. Es gibt Riesenängste davor, es gibt große Unsicherheiten und es gibt die Sorge, dass wir das Zusammenleben nicht gestalten können. Das war nicht der letzte Bürgerdialog in Meißen. Vieles noch gibt es zu besprechen zum Thema Asyl oder Islam. Wer Spielen für ein Phänomen der Vergangenheit hält, der sollte dieser Tage mal nach Nürnberg schauen. Dort begann heute die Spielwarenmesse, das weltgrößte Treffen der Spielebranche. Glaubt man den Veranstaltern, dann werden dort 1 Million Produkte gezeigt. Die Aussteller kommen aus der ganzen Welt, darunter 30 aus Sachsen. Einer ihrer Exportschlager ist traditionelles Spielzeug aus dem Erzgebirge. Doch sächsische Ideen stecken auch in Produkten anderer Anbieter. Einer der größten und bekanntesten ist Ravensburger. Dessen digitaler Spielestift, der Tiptoy, ist inzwischen in jedem zweiten Kinderzimmer zu Hause. Und dass der Stift funktioniert, das liegt auch an einer Firma aus Dresden. Das ist er, der orangefarbene Stift, der seit gut 5 Jahren die Kinderzimmer erobert. Denn kinderleicht ist die Bedienung. Einmal tippen, fertig und der Stift erklärt, liest vor, macht Laute und Geräusche. Dass der Stift macht, was er soll, ist der Job einer Dresdner IT-Firma. Die 3M5 Media GmbH hat die Software entwickelt, die den Stift zum Laufen bringt, den Tiptoy Manager. Wir haben quasi diese Software geschrieben, diesen Store geschrieben, mit dem die Eltern dann die verschiedenen Softwareprodukte herunterladen können für die Spiele, die sie im Laden erworben haben. Also das ist quasi die zentrale Steuerungsplattform, um die Audiodateien, mit denen ich dann letztendlich das Puzzle, das Hörbuch oder das Spiel bedienen kann, auf diesen Stift zu ziehen und spielen zu können. Dabei gilt, alles muss einfach anzuwenden sein, übersichtlich, wiedererkennbar. Deshalb überlegen zunächst die Grafiker, wie das Ganze aussehen soll, damit sich der Nutzer zurechtfindet.
haben einzelne Bilder zusammengebaut. Man kann das hier ganz gut sehen. Das ist halt zusammengesetzt aus Icons, die haben wir gebaut. Wir haben Texte benannt, wir haben Bedienelemente platziert, haben uns dann auch überlegt, welche Seiten oder welche bestimmten Elemente muss es überhaupt geben, dass jemand damit zurechtkommt. Danach sorgen die Entwickler dafür, dass die Bilder mit dem entsprechenden Code programmiert sind und Anwendungen wie Download oder Update auch funktionieren. Der Spielzeughersteller Ravensburger, der die Dresdner Firma mit der Entwicklung der Software beauftragt hat, ist nur ein Kunde von vielen. Hauptsächlich arbeiten die gut 30 ITler an Produkten für Versicherungen oder Wirtschaftsunternehmen mit wachsendem Erfolg seit der Gründung in einer Studenten-WG. 3M5 steht für dritter Stock, mittlere Wohneinheit, fünftes Zimmer. Wir haben zusammen im Studentenwohnheim gewohnt, 6 Jahre zusammen. Das war unser Zimmer, dort ist die Firma entstanden. Und in den letzten 18 Jahren haben wir uns da zu einem starken, technisch-technologisch fokussierten Dienstleister entwickelt. Dass die Firma einmal Kinderspielzeug zum Laufen bringt, hätten die Studenten von damals sicher nicht gedacht. Ja, und auch er hier, Guido Maria Kretschmer, hat einiges zum Laufen gebracht. Nicht unbedingt in Kinderzimmern, aber überall dort, wo die Reichen und Schönen gern der edlen Garderobe frönen. So gesehen passt der Modedesigner also zum Semperopernball sowie ein Collier zum Dekolleté. Am kommenden Freitag wird Kretschmer durch den Ballabend führen als Moderator. Anna Funk hat ihn im Vorfeld getroffen in seinem Berliner Studio. Er ist der absolute Selfie-König. Ständig muss Designer Guido Maria Kretschmer mit seinen Fans vor Handy-Displays posieren. Nur sein Besuch heute, also ich, will etwas ganz anderes, nämlich ihm auf den Zahn fühlen. Bezüglich des Semper-Opernballs, versteht sich. Worauf freust du dich denn am meisten? Ich persönlich, ich freue mich so auf so vieles. Also ich freue mich erstmal, dass ich überhaupt dabei bin. Ich freue mich sehr auf die Debütantin, wenn ich ehrlich bin. Weil ich das mag. Ich mag so gern Menschen, die sich auf irgendwas freuen. Ich sage, das tun natürlich viele an dem Abend. Aber du hast ja die Chance, wenn du erwachsen bist, kannst du sagen, ich war schon 2-3 Mal da. Aber wenn du so als Mädchen da stehst und merkst, du bist Teil der Veranstaltung. Und jetzt geht's irgendwie los, dann sind ja die ganzen Elternpaare draußen und alle machen Fotos. Das ist was Besonderes. Das ist wie Abiball und bisschen verheiratet sein und so. Vielleicht erster großer Auftritt. Und das finde ich schön. Da freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass das für viele ein großer Moment ist, wenn man das erlebt. Darauf freue ich mich. Und besonders freut sich der 50-Jährige auf die Damenwelt, die sich schick macht. Männer treten da sowieso in den Hintergrund, findet er. Zeit also, den Modekritiker einen Blick auf einige Kleider der Vorjahre werfen zu lassen. Was darf und was geht eigentlich so gar nicht? Ja, Veronika Ferres, da weiß man, warum die Busen hat. Das sieht man im Kleid auch ganz schön. Finde ich, ist eine wunderbare Farbe, ist die Trendfarbe des nächsten Jahres. Diese schönen Rottöne, toller Schlitz. Ja, ne? Blonde Frauen so groß können doch alles erreichen, wie man sehr gut sehen kann. Ja, Germany's Next Topmodel, da weiß ich nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, dass das definitiv aus dem Shooting von dem Germany's Next Topmodel war. Vermutlich hat sie das Kleid geklaut. Das sind Federn eines Hyazinth-Aras. Und ich finde das eigentlich schrecklich, dass sie diese schönen Federn trägt. Ich hoffe, dass der Hyazinth-Ara aus Altersschwäche vom Zaun gefallen ist oder vom Ast. Ja, das ist ja die Ministerpräsidentin in Kanariengelb. Kanariengelb macht natürlich immer was her, weil man dann sofort sieht, da ist sie. Und man sagt ja nicht umsonst ein zauberhaftes Vögelchen und das ist so ein bisschen so. Das ist ein Taftkleid übrigens. Jetzt wissen wir also schon mehr. Letzte Frage, welche Beziehung hat Guido denn zu Dresden? Dresden ist natürlich ein Traum. Es ist einer der Top-Städte in Deutschland, muss man sagen, architektonisch auf jeden Fall. Es ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und ich glaube, gerade an Dresden sieht man eben auch, was vielleicht auch die Wiedervereinigung gemacht hat, was dieser Stadt also zurückgegeben worden ist an Glanz und nach all den Bauwerken, die da sind. Ich glaube, dass Dresden eben auch für viele ein Platz ist, wo sie Geschichte erleben können, wo sie denken, da ist so Geschichte noch ins Jetzt gekommen. Es ist eben eine Stadt, die sehr charmant ist. Die Dresdner sind sehr kultiviert, wie ich finde. Und sie ist eine Stadt, die Stadt der Musik und der Kunst. Und das passt natürlich. Und übermorgen wird er den Semper-Opernball moderieren. Vermutlich klassisch, vielleicht sogar im Frack. Aber auf jeden Fall mit dem unvergleichlichen Charme, den nur ein Guido Maria Kretschmer an den Tag legen darf. Zu Beginn der Sendung haben wir aus dem Sächsischen Landtag berichtet, wo der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wurde. Und auch in der Dresdner Frauenkirche wird heute Abend daran erinnert, mit einem besonderen Orchester. Neben dem Dresdner Universitätschor musiziert dort die Roma- und Sinti-Philharmonie. Das ist kein Zufall, denn in den Konzentrationslagern der Nazis waren auch tausende Sinti und Roma ermordet worden.
Sie kommen aus Rumänien, Deutschland, Frankreich und gehören doch zu einem Volk, den Sinti und Roma. 2000 gründete Dirigent Riccardo Saiti diese einzigartige Sinti- und Roma-Philharmonie, alles Profimusiker aus renommierten Orchestern. In Wiener Philharmoniker haben wir 3 bis 4 Musiker. Das heißt, wir wissen, wie schwer es überhaupt ist, dass man eine Stelle bekommt. In Münchner Philharmoniker ist auch Konzertmeister, auch in Bayerischer Rundfunk, auch in Leipzig, MDR, Moldovan. Rodin Moldovan, er spielt Solo Cello. Für sie komponierte der Sinto-Musiker Roger Moreno Radgeb ein Requiem für Auschwitz. Im Gedenken an den Mord an 500.000 Sinti und Roma, der nicht nur bei der Bevölkerung meist verdrängt wird. Bei den Sinti und Roma ist das eigentlich schon fast ein Tabu. Es wurde verdrängt, weil viele Leute, vor allem die älteren Leute, sie sterben ja jetzt leider langsam aus. Aber die haben so schreckliche Sachen mitgemacht, die haben sich geschämt, um darüber zu sprechen. Zeitgleich nebenan an der Kreuzkirche. Hier wurde der Opfer des Holocaust gedacht. Auch der Sinti und Roma der Stadt Dresden. Manfred Rose, 10-jährig nach Auschwitz deportiert, vermutlich ermordet. Siegfried Rose, 1943, 7-jährig in Auschwitz ermordet. Vor allem in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, wo doch wieder Fremdlingenhass aufkommt und vielleicht doch, dass ich mit diesem Werk ein bisschen einen Beitrag zu einem anderen Gedankengang geben kann. Und das war der Sachsenspiegel für heute. Mayra Rother hat jetzt noch die Wetteraussichten für Sie. Und MDR Aktuell berichtet dann gleich vom Verkehrsgerichtstag in Goslar. Von dort kommen Vorschläge, die Autofahrer aufhorchen lassen. Also bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.